Und ich werde jetzt sofort loslegen. Ich schaue gerade schon, wo ist denn die Nummer 1? Ich glaube, das ist hier unten. Und es ist... Das ist so ein Armband, so ein Schlapparmband. Let's make random faces. Achso, ganz verschiedene Gesichter hier. Und... Oh. So kann man sich das umschnacken lassen und, wenn man möchte, wieder auseinanderfalten und dann kann man es als Lesezeichen benutzen. Das ist schon mal sehr cool. Ich finde auch die Farben schön und sehr gut geeignet für Luna-Fans, weil da ganz viele Bilder von der lieben Luna drauf sind. Das Ganze ist übrigens von Crazy, dieser Adventskalender. Ich schaue auch mal kurz auf der Rückseite, ob da auch irgendwo eine Altersangabe steht. Hier sind übrigens noch so... eine Schachtel zum Falten und das ist Zoiluna-Fans von 0 bis 99. Dann geht's mal direkt weiter und ich schaue, ob ich die Nummer 2 irgendwo sehe. Die 22 habe ich schon entdeckt, die 3 habe ich schon entdeckt, aber die 2 sehe ich irgendwie nicht. Ist riesengroß, mitten drauf eine 2. Und es ist ein Stift, ich habe es mir schon fast gedacht, weil das eben so ein ganz langes Feld ist. Zoiluna. Schön bunt ist der. Da steht immer Zoiluna drauf in verschiedenen Schriften und noch so ein paar andere Sprüche. Friends and Skate. Achso ja, die skatet ja gerne. Auf jeden Fall super schön und bunt und ist noch nicht angespitzt. Muss man sich noch anspitzen. So, 2 habe ich geöffnet. 3 hatte ich ja hier oben schon entdeckt. Hier. Und es ist, glaube ich, ein Button. Der ist mir runtergefallen hier. Wartet. Ein Zoiluna-Button, den man sich irgendwo dran pinnen kann. Hier mit der Nadel. Und dabei war noch so ein kleiner Zettel. 3 Buttons gibt es. Ach, die kann man anscheinend sammeln. Diese 3 gibt es. Diese 3, ich habe auch einen ganz anderen als da abgebildet. Genau, ich habe einen von diesen hier. Es gibt also wahrscheinlich, ich vermute mal, dass 3 Stück in diesem ganzen Kalender irgendwo drin sind. Und es gibt dann immer so Dreier-Sets und ich scheine wohl hier dieses zu haben. Die beiden anderen kommen dann wahrscheinlich noch und die kann man dann auch noch tauschen. Es gibt auch so sehr seltene, das sind diese hier. Mhm. Dann geht's mal weiter mit der Nummer 4. 4, da oben. Oh, ich glaube, 4 ist etwas, was ich liebe. Ich habe es schon ein bisschen gesehen. Es ist Washi-Tape. Richtig cooles, pinkes Washi-Tape. Mit jede Menge Sachen drauf. Achso, da ist erstmal so ein Papierstreifen nochmal drunter. Und hier geht es dann erst richtig los mit dem Washi-Tape. Hier vorne, das ist erstmal so ein Pröbchen, würde ich sagen. Das kann ich auch einfach abreißen, damit wir uns das nochmal genau ansehen können. Ups, steht da drauf. Yes, oh. Dann like, yes. Kleiner Regenbogen, eine kleine Sonne. Hier so ein Kopf mit Helm. Wahrscheinlich wegen Rollschuhfahren. Da trägt man ja auch einen Helm. Ich finde, es sieht ziemlich schön aus. Es ist ganz leuchtend pink und macht gute Laune, finde ich, wenn man sich das ansieht. Ja, gefällt mir schon mal. Dann Nummer 5. Wo ist die? Und Nummer 5 ist ein kleines Haargummi. Ein Haargummi und vorne dran ist noch ein Rollschuh. Ja, das finde ich auch richtig süß. Also kann man als Haargummi tragen oder man könnte es sich auch hier so im Arm machen als Armband. Okay, wir haben jetzt also schon Stift, schon Armband und Haargummi, Button, also was zum Schmücken, was für die Schule. Dann sind wir bei Nummer 6 und es ist noch ein Armband und das ist wieder so ein kleiner Emoji mit Helm und das Armband ist richtig schön pink Glitzer. Ja, sehr cool. Dann Nummer 7. Und Nummer 7 ist hier ein ganz kleines Feld. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr Zoiluna-Fans seid. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, ob ihr die Serie gerne schaut. Der Ring ist auch richtig cool. Das ist ein Fingerring und vorne steht Uff, würde ich sagen, heißt es. Uff. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich stylisch. Also, ich glaube, das ist ein Hingucker. Dann Nummer 8 ist hier. Oh. 2 Haarspangen, 2 Zoiluna-Haarspangen, beides mal das gleiche Bild drauf und hier schön blau Glitzer. Dann sind wir bei Nummer 9. Ich finde ganz interessant, dass die Felder alle so unterschiedlich groß sind. Oh, die finde ich richtig schön. Das sind, wenn ich das richtig sehe, Schnürsenkel. Oder ist es nur ein Schnürsenkel? Ja. Ein Schnürsenkel. Ich hoffe, es kommt noch ein zweiter. Aber sehr, sehr schön bunt. Aber ansonsten könnte man damit ja auch was basteln oder so. Aber wenn es davon 2 gibt, kann man sich die echt schön so in die Schuhe reinmachen, finde ich. Tolle Farben. Dann sind wir bei Nummer 10 hier oben. Und Nummer 10 ist nochmal separat verpackt in einer Tüte. Es ist eine Kette mit 2 Anhängern. Auf dem einen Anhänger steht Zoiluna. Auf dem anderen ist ein Bild von Luna.
Und die Kette ist richtig schön pink. Ich glaube, die Luna liebt bunte Klamotten. Dann sind wir bei Nummer 11. Guck mal, alles richtig schön farbenfroh und macht alles einfach gute Laune. Und das ist ein Kringelhaargummi und dran hängt eine Sonne. Also wenn die nicht gute Laune macht, dann weiß ich auch nicht. Dann sind wir schon bei Nummer 12 und 12, 24, wir haben also schon die Hälfte rum. Das ist wieder ein Button und da ist auch wieder ein Zettel dabei. Jetzt gucke ich doch nochmal da drauf, ob die jetzt zusammengehören. Nee, eben hatte ich den und jetzt dieser hier. Ach, der ist hier dabei. Also ist das dann doch nicht so, dass die so zusammengehören. Ist auf jeden Fall schön. Der gefällt mir richtig gut. So ein Regenbogen, dann ein kleines Sternchen, richtig schön bunt. Also den finde ich sehr, sehr cool, den Button. Ach so, einmal im Vergleich zu dem davor. So in der Größe, der ist etwas kleiner. Dann sind wir bei Nummer 13. Es beginnt also die zweite Hälfte des Advents. Eine Haarspange. Und da ist einmal die Luna komplett drauf zu sehen. Mit Rollschuhen, kurze Hose und am Lachen. 13, 14 ist hier wieder ein ganz kleines Feld. Oder schmales. Das ist, glaube ich, ein Haargummi. Das ist ziemlich blass, finde ich. Also, ich kann auch gar nicht genau erkennen. Ich glaube, da ist so ein ähnliches Muster hier wie zum Beispiel auf dem Washi-Tape oder so, nur dass das so ein bisschen blass alles ist. Naja, aber man kann es gut als Haargummi verwenden. Also es ist elastisch und man könnte sich auch so als Armband ummachen. Dann die Nummer 15. Das ist ein ganz kleines Feld wieder. So ähnlich wie das mit dem Fingerring eben. Und da ist eine kleine Rolle mit Stickern. Der Kalender fällt schon um. Verschiedene Sticker. Und da ist auch der Sticker dabei, das gleiche Bild wie auf der Haarspange. Ja, sehr schöne Sticker. Dann, ach jo, die 16. Oh, nochmal Sticker. Aber ein bisschen anders, ein bisschen kleiner. Ach, ich weiß, was das ist. O-Ring-Sticker. Wenn ich sie rausbekomme, werde ich sie euch auf jeden Fall zeigen. Aber die hängen hier irgendwie fest. Es sind kleine O-Ringe für Leute, die keine Ohrlöcher haben. Die kann man nämlich einfach abziehen und sich auf die Ohren unten so draufkleben. Ziemlich süß. Sehr schön. Dann kommt als nächstes die Nummer 17 hier oben. Oh, ich glaube, es ist ein Radiergummi, aber es ist so cool. Ein riesengroßes Radiergummi. Sieht aus wie ein Rollschuh und da dran sind noch so Federn. Richtig realistisch gemacht, richtig mit den einzelnen Rollen und dem Stopper hier vorne. Bei Rollschuhen ist das ja so, dass man vorne stoppt. Bei Inlinern ist das ja mal wenn hinten dran. Ja, den finde ich sehr schön und auch der ist in diesem tollen leuchtenden Pink. Das ist ein echtes Highlight, dieser Rollschuh. Mal schauen, was jetzt noch so kommt. Nummer 18. Nummer 18. Was ist das? Ach, ich glaube, das könnte so eine kleine Büroklammer sein. Auch mit dem süßen Regenbogen. Und da kann man irgendwas so mit festklemmen. Ein paar Zettel oder so. Richtig süß. Und von beiden Seiten ist da der Regenbogen drauf. Dann hier die Nummer 19. Das sind nochmal Haarklammern. Aber diesmal so ganz schmale, so Haarnadeln. Und da steht Like drauf. Like und Like mit einem Herzchen. Nummer 20. Und Nummer 20 ist wieder ein Schnapparmband mit der Luna. Und so. Einmal irgendwo dranhauen und dann rollt sich das zusammen. Soy Luna. In leuchtend gelb. Nummer 21. Echt coole Überraschungen sind das alles. Oh, hier ist ein Button ein bisschen runtergerutscht. Oh, und da ist ein Emoji drauf mit einem Helm, aber der hat, glaube ich, einen Schlag auf den Helm bekommen. Der sieht ein bisschen traurig aus. Gucken, ob wir den hier auch mit sehen. Achso, falsch. Das ist das mit den verschiedenen Schnapparmbändern. Wir haben jetzt schon dieses hier. Das ist sogar ein seltenes. Und wir haben... Das ist nicht mit drauf, glaube ich. Doch, dieses mit den Emotionen. Nee, das ist ja nicht abgebildet. Aber eigentlich wollte ich hier auf diesen Buttonzettel gucken. Den haben wir jetzt hier noch. Also wir haben jetzt den, den und den. Dann hier 22. Es geht weiter. Das ist nochmal ein Kringel. Haargummi kann man natürlich auch als Armband nehmen. Und da dran nochmal so ein Luna-Anhänger. Sehr, sehr cool. Da haben wir jetzt schon zwei verschiedene. In gelb und in bunt. Dann die 23. Wo ist denn noch ein Feld hier? Ah, der andere Schnürsenkel. Da bin ich aber beruhigt. Da kann man sich wirklich beide Schuhe diese Schnürsenkel reinmachen. Richtig schön bunt. Und dann sind wir auch schon bei der 24 angekommen. Oh, nochmal ein Rollschuh. Diesmal aber als
Schlüsselanhänger. Der ist ja richtig süß. Gefällt mir super gut mit leuchtenden Flügeln, mit Glitzerflügeln. Ja, super niedlich. Und hier sehe ich gerade, den kann man auch hier abnehmen. Den könnte man auch an eine lange Kette oder so dranhängen. Oder dann eben hier mit dran lassen, an diesem pinken Haken. Super coole Sachen. Wir sind beim 24. angekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal alles. Hier seht ihr noch...